HitFirstBox.com, we in the house. Captain Hook, Marco Hook, you're fighting a big one this Friday. Krzysztof Głowacki. What do you know about your opponent, Krzysztof Głowacki? Was weißt du eigentlich? Um ehrlich zu sagen, ich habe mich noch gar nicht so mit ihm beschäftigt. Für mich war es nur wichtig, manchmal zu wissen, ob er links oder rechts hinter ist. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Die Gegner sollen nicht auf mich einstellen, nicht ich auf die. Ich bin der Weltmeister. Viele von denen haben auch behauptet, wie der es jetzt auch tut, dass sie in der Form ihres besten Lebens sind, dass sie mich auf jeden Fall schlagen werden. Aber die machen Pläne, aber sobald der erste Schlag von mir trifft, dann gehen ihre Pläne ganz schnell zunichte. I don't really concern myself with my opponents. The only thing that matters is if he's a southpaw or orthodox. A lot of people before him have been saying they're in the best shape of their lives. He's not the first one and they all came crashing down. The only thing that I need to know is that I want to beat him on Friday night. This is the important thing. And I want my opponents to adjust to me and I don't adjust to them. I'm the world champion. You changed your whole camp. You came to Las Vegas. How long have you been training in Las Vegas? Last time I competed, camp in Las Vegas, more than 7 weeks. Also man war am Anfang sehr, sehr schwer. Das war eine zu große Hitze. Wir als Europäer, das war es wirklich eine sehr harte Zeit, die ersten Wochen sich daran zu gewöhnen. Ja, ich habe sogar selbst am Anfang gezweifelt, nicht, dass das ein Fehler war, weil wie soll man das auch machen bei so einer Hitze? Aber Gott sei Dank, nachhinein hat sich das zu einem super Trainingslager entwickelt. Ich war Profi genug, auch den großen Verlockungen zu entgehen, weil da sind ja Casinos und alles dran. Und ich habe nicht vergessen, warum ich da war, um mich super vorzubereiten, damit ich jetzt am Freitag super glänze. The beginning was quite tough. Obviously, as Europeans, we are not used to the heat. To begin with, I even doubted if this was the right decision, but looking at it now, it was the perfect decision. I'm in great shape. We adjusted all to the temperature. And although Vegas has lots of temptations, I managed to resist them all. I focused on the fight and on what's important, and that is to win on Friday. Like they say, what happens in Vegas stays in Vegas. But with the sparring partners you had in sparring, how did they help you out? Who'd you help? Who'd you have in sparring? Wir haben hier deine Sparringspartner geholfen. Da war der erste von dem war Chauncey, das ist ein langjähriger Sparringspartner von mir. Der war schon, wo ich zu meiner Europameisterschaftszeit mit mir schon gespart. Der hat mir sehr viel geholfen. Da waren noch ein paar andere Amerikaner, den Namen kenne ich nicht von denen. Ein paar von den Boxen der amerikanischen Nationalmannschaft. Ganz normal. To begin with, we were working with Chauncey Welliver, a guy I've been working with since I was preparing for my first European title fight. Then we had four more Americans, one of them fighting for the American national team, the rest I don't know. Can you speak about the whole coming to PBC, and is he officially like an Al Heyman fighter? Das ist wirklich sehr, sehr stark. Al Heyman ist ein sehr, sehr starker Mann, der macht was sehr, sehr Gutes. Wir sind momentan in einer Kooperation. Was später kommt, kann ja noch was Größeres werden. Al Heyman und PBC are doing really well. He's a really good guy. At the moment, this is just a cooperation for this fight, but who knows what happens in the future. Now, a lot of talk has been mentioned about Roy Jones. I mean, is that a joke, or does he really want to fight Roy Jones? No, it's not a joke. Okay. No joke. It's why Roy Jones? Why Roy Jones? Roy Jones is one of the legends. Meine Children, ich habe seine Kämpfe geguckt, okay. Und ich war ein sehr großer Held. Und auf einmal erfordert mich die ganze Zeit raus, möchte gegen mich kämpfen. Und ich weiß erstmal gar nicht, wie ich mich fühlen und benehmen soll, weil das ist wirklich eine große Legende. Und das ehrt mich auf eine Art und Weise, dass er mich immer in den Mund nimmt. Aber irgendwie, es würde mir sehr, sehr schwer fallen, ihn zu schlagen. I used to watch Roy's fight as a little kid. He was one of the legends. When I first heard that, he's been mentioning my name the whole time. I didn't really know what to think because obviously I really like the guy, he's a legend. And I wouldn't know how to feel about smacking him in the face. We'll see what happens. I know he made a transition to heavyweight to fight Povetkin once before. Has he considered ever testing Wilder since a lot of people thought he beat Povetkin that time out? Viele haben gesagt, dass du gegen Povetkin gewonnen hast. Wie sieht's aus? Würdest du gerne nochmal zurück? Ja, auf jeden Fall. Ich wollte ja auch damals zu der Zeit in Schweden bleiben, aber hat es nicht so ergeben mit meinem alten früheren Promoter Sauerland. Ja, ich musste wieder zurück ins Cruisergewicht. Und wenn ich aber in Schweden hochgehe, dann möchte ich nicht hin, möchte das, dort Unkraut boxen, damit ich auch schon direkt in den Gürtel boxen. Und kannst du noch hinzufügen, Klitschko war mir auch im Gespräch mit Klitschko, aber der ist ja die ganze Zeit hin und her mit dem Lava. Und vielleicht steht ja sogar Donati Wall dazu. Back then, after the fight, I wanted to stay in the heavyweight division immediately, but my former promoter didn't really make that happen for me.
obviously from the fight against Povetkin, everybody knows. But when I go back up eventually, I don't want to fight anymore, so I want to fight the big guy straight away. I've been mentioning Klitschko for a number of years now, so if I always dodge the bullet if he didn't want to. But who knows, maybe I go up and fight Deontay Wilder, who's also an interesting option. And my coach, Don Haas, lost one time with Deontay Wilder, but not second. No. Dafür werde ich sein, sag mal, ich bin ein anderes Kaliber. No. He's a different caliber than before. No. No. Yeah. I might lose one time. Not twice. Not to Roy Jones, that too. Never twice. He beat me back with Derek Harmon, Marco, finish. Sleep. Wilder, sleep. Sleep. That's right. Sleep. Well, this Friday you fight Krzysztof Kowalski. What's the strengths and weaknesses of Krzysztof Kowalski? Ich habe mich noch gar nicht so beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne meine Stärken, ich weiß, wie stark ich bin. Und er wird auch wissen, wie stark ich bin. Er kann, er hat vielleicht ein paar gute Leute geboxt vorher, aber niemand, der in meiner Liga mitspielt. Und sobald er den ersten Schlag von mir spüren wird, dann wird er ganz schnell wieder auf dem Boden der Tatsache. I have a concern myself with him. He knows my strengths, I know my strengths. And he will feel my strengths till Friday night. And after that, it's all over for me anyway. He fought some decent guys, but nobody in the same league as I am. So you're not taking him seriously? Na, natürlich nehme ich jeden Gegner ernst. Ja, das ist eine Beleidigung, sowas macht man nicht. Jeder Gegner verdient es, dass er mit dem großen Respekt benehmen zu werden. Weil wenn einer es schafft, unter den Top 15 der Welt zu kommen, der verdient den höchsten Respekt. Das ist was ganz Besonderes. Of course I take him seriously, I take everybody seriously. It's just respectful to take your opponent seriously. He's under the top 15, he's a mandatory challenger. So obviously I have to take him seriously. Vor allem dann noch auf den Nummer 1 zu kommen als Hauptmann, natürlich, das ist ein besonderer Respekt. So be number one, he deserves my respect. Was this the hardest camp that you had? Is this the härteste Camp bis jetzt? War wirklich sehr, sehr hart. Wirklich sehr, sehr hart. Was mir zugute kam, ich musste nicht so viele Sprints machen. Das kam mir zu gut. It was really tough, really, really tough. What was good for me is that I didn't have to do that many sprints. Couple last words for your fans worldwide. For my fans worldwide, ich liebe euch sehr. Ich hoffe, ihr steht weiter hinter mir, unterstützt mich sehr und dass wir gemeinsam den Sieg feiern. Ich liebe euch, euer Champion Hook. I love you all. I hope that you will continue to support me and that we will win on Friday together. Thank you. Pleasure. Get that? I got that.